Gut, da wir schon Karte und Kompass haben, gucken wir einfach, wo fehlt uns noch eine Kiste? Da kommen wir nicht weiter. Da fehlt noch eine. Da unten, da ist hinter der Kiste, die wir so nicht irgendwie schieben können. Ah. Da geht es in eine andere Richtung. Du musst das Wasser noch auf den tiefsten Stand machen und dann die Kiste, den Stein verschieben. Also unten sind zwei Kissen, an die wir nicht rankommen. Und von der Mitte aus nach oben auch. First floor, second floor, third floor. Was heißt 1B? B1? Base? Basement 1? Basement 1, ja. Common Base 1? Sagt. Ist der Speicher einfach voll? Das kann nicht sein. Es kommt davon, dass wir so viel Speed haben. Es muss ein paar Frames nachholen. Was? Das geht nicht. Nein, ich wollte. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles fein. Zähl im Inneren bis 10. Atme dabei ganz entspannt und tief durch die Nase. Schön langsam zählen. Fick dich, Muschel! Sehr gut. Ich spiele ja mit diesem Ding hier rum, hier mit dem Band von den Kopfhörern. Ja. Mehr sind wir falsch. Dann ändere das doch. Sexy, sexy. Like a Link. Du linke Ratte, du. Kopfschmerzen. Da ist die Kapuze nicht mehr blau, sondern rot. Vom Kopf reiben. An der Wand. Blub, 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 blub. Was müssen wir machen? La, la, la. La, la, la. Wollen wir jetzt unterbrechen, damit du mal eine Pause hast? Nee, nächstes Mal habe ich erst recht keine Ahnung mehr, wo wir waren. Das hilft nicht. Wenn man bei dem Tempel aufhört und dann irgendwann später wieder weitermachen will, dann hast du verloren. Okay. Dann hängst du hier für immer. Und ewig. Und ewig, auf immer und ewig, auf ewig, auf ewig und so weiter. Nein, nicht nochmal dieselben Stiefel anziehen. The Sunken Link. Wir müssen jetzt tiefste Stelle vom Dungeon und ich roll auch noch runter. Der Rasenmäher hat jemand. Schande. Das geht nicht. Achso, da geht's noch hoch, okay. Touché. Autsch. Keine Sorge, Link ist eine Katze, der überlebt das. Miau. Miau. Hm. Stein. Also wenn wir hier hochgehen würden, dann wäre da noch was. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da das andere Item braucht. Wer hat sich Wassertempel nur ausgedacht? Ich hab keine Ahnung. Welche Sadisten? Nee, doch nicht. Geht's, oder? Lass es drauf ankommen. Nicht runterfallen. Wasserfontäne. Hm.
Strömungskanal. Aber da waren wir doch. Kann irgendwie nach oben. Da. Gut, von hier aus kommen wir da schon mal nicht rein. Hä? Geh doch nochmal runter, vielleicht gibt's da noch irgendwas. Nee, da gibt's nichts. Guck mal, wenn du. Wenn du genau guckst, irgendwie kann man noch nach oben. Dieses Dungeon ist so kacke. Ja, das kommt davon. Du Hure. Dreckige Hure. Stirb! Kommt da die Fäkalsprache aus dir heraus, wenn du sauer bist. Dann kommen die Fäkalien aus mir raus. Igitt. Behalt die bitte bei dir, bis ich weg bin. Ja, ich hab doch so viel zu geben. Oh Gott, nein. Der Dungeon bringt mich echt ans Ende. Oh, der macht diese Sase und so. In the Ending bringt der Dungeon dich. And now you shoot you out of the water. And I will always love you. Schneckentempo, go! Ist voll die Schuhe ausziehen. Flossen hoch und los. Floss. Geht's hier irgendwie noch niedriger? Was ist da unter? Stachel und im Stein. Kannst du nicht verschieben, da sind die Stacheln im Weg. Ich dachte, wenn wir das Wasser steigern, dann geht die Plattform ja hoch, weil es ja eine Schwebenplattform ist. Stimmt, da drunter könnte was sein. Ja, ist gut. Aha. Wer ist der Pro? Ich bin der Pro. Es hat ja nur 500 Stunden gedauert, bis ich das gesehen habe. Hör auf mit dem Speed. Wenn ich das hier mache, dann geht das oben auf und dann muss ich Gegner bekämpfen. Aha. Ein Haufen Muscheln. Nur mit deinem Schießgewehr. Was irgendwie erstaunlicherweise ziemlich gut geht. Ja. Dass man das Schwert nicht benutzen kann. Kann man kein Schild benutzen. Nicht mal zum Stechen. Party hard. Party part. Party mittel hard. Carty fart. Das arme Mädchen ist jetzt geprägt fürs Leben. Hä? Hey. Ist das nicht schön, wenn es funktioniert? Ja, jetzt kommen wir voran jetzt. Ausnahmsweise. Kischti. Wenn wir danach noch irgendeinen Schlüssel brauchen, bringe ich irgendjemanden um. Nicht mich. Jetzt musst du wohl dich selbst umbringen. Verdammt! Also sagen wir, du lässt das einfach. Na gut. Einigen wir uns auf ein Unentschieden leben. Ja, ja. Link, die Decke muss nicht geputzt werden. Du kannst gerne damit aufhören. Er ist Pantomime. Ui, das geht schnell. Abwärts. So, jetzt müssen wir noch das Wasser nach ganz oben drehen. Und 500.000 andere Sachen machen und dann sind wir schon durch den Dungeon durch. Yay! Das ist übrigens gleich bei der Hälfte. Echt? Ja. Des Spiels? Nein, des Dungeons. Oh. Wieso die Hälfte? Was kommt denn noch alles? War das dann das blöde Schwere an dem Level, an dem Tempel? Ja, sobald man das Item hat, geht es eigentlich. Oh. Du schon wieder! Burn in hell, Mr. Creeps Guy.
So, jetzt. Nee, noch nicht. Ah ja, genau, Wasser. Das war nichts. Jetzt mal im Ernst, hat doch niemand Lust zu, das 10.000 Mal zu gucken, so lange wie viel wir brauchen. Das stimmt. Welche Richtung war das jetzt gleich? Nach links. Bon. So. Ja, Fledermaises. Fledermais. Eins. Zwei. Da waren die Herzen. Die kannst du auch gut gebrauchen. Ja, wir sind so ein bisschen am Sterben. Out of hearts. Wir haben kein Herz 4 mehr. Hui. Ach, die sinken ab oder was? Genau, die fahren so langsam nach unten und es kommen oben immer neue. Ist ja Knorke. Jetzt muss man sich quasi ganz schnell hochangeln. Das ist ja ein richtiges Workout hier. Ja, ne? Das Enterhaken-Workout. Jetzt mit dem Personal Trainer Link. Your personal link to our website. Ach. So. Entschuldigung. Dragonkopfe. Dragonborn. Ja. Bei South Park lernt man von Cartman witzige Zauber. Ja. Bei Stick of Truth. Ich weiß. Sind ziemlich heftig. Gasige. Sehr mächtige Zauber sind das. Eindeutig. Fire. Oh oh. Why? Ach, deswegen. Und jetzt wieder? Das ist ein sehr kreatives Puzzle, weißt du? Nicht wirklich, aber ja. Aber dieses Dungeon keine kreativen Puzzles hat. Das ist auch der Kräbisse. Näher ran. I bid you. Warum haben wir auch so einen kurzen Haken, ey? Es kommt nicht auf die Länge des Hakens, sondern auf die Technik an. Hahaha. Peniswitze sind doch die besten. Venuspitze. Peniswitze. Verulk nicht meinen Ulk. Den incredible Ulk. Verhulke nicht meinen Hulk. Fickt euch! Wie dumm hält mich das Spiel? Schon ziemlich. Ach so, als Falle meinst du? Ja, dass du dich hochangelst und dann... Fällst du rein. In die Fulle. Da ist bestimmt noch einer. Das war der Trick. Yeah, Geld, was wir nicht brauchen. Magie, die können wir sogar ein bisschen brauchen. Willkommen beim Mid-Boss. Ui. Der Boss wird dir wahrscheinlich gefallen. Oh, das finde ich gut. Also ist das eine Spinne? Nee. Also er gefällt mir wirklich. Spinne hatten wir ja schon, ja. Auch wenn er mir wirklich gefällt, dann freue ich mich. Du nimmst das andere Schwert? Einfach nur weil. Hä? Ich mag den Kampf sehr. Damit es nicht so schnell geht? Ja. Er hat das Schwert wie ein Dolch. Ist ja witzig. Strong iron bars are blocking the door. You can't open them with your hands. Bombe? Ein Baum als Rambock? Oh Gott. Es ist Schattenlink! Oh Gott. Dark Link, conquer yourself. Man hat keinerlei Information, was man machen muss. Er macht jeden Move von einem nach, außer diesem Stichangriff, da springt er auf dein Schwert drauf. Das ist ja wie bei Naruto am Wasserfall der Wahrheit. Und was muss man machen? Sich selbst bekämpfen. Nein, wie gut gewinnst du, meine ich? Indem du so die Hits reinkriegst, dass du ihn gerade so triffst. Ja. Ist das ein Treffer, wenn er runterfällt? Genau. Und wenn man zum Beispiel Pfeile benutzt, dann rollt er immer durch und sowas. Also schlägst du einfach nur zu und letztendlich. Ja. Also Naruto hat das anders gemacht. Er hat mit seinem Bösen ihn selbst gesprochen und hat ihn zum Guten bekehrt. Wow. Dich selbst.
kämpft tatsächlich mit dem Verbündeten, dann hat er seine inneren Ängste damit besiegt und war noch stärker als je zuvor. Toll. Ja, ne? Warum machst du den Kampf? Der ist scheiße. Ja, der Kampf selbst ist scheiße, aber die Idee finde ich so cool. Ich muss den noch treffen. Ich muss doch mal das andere Schwert treffen. Der gefällt mir gar nicht, der Gegner. Ich finde die Idee cool, dass Link sich selbst bekämpfen muss, seine dunkle Seite. Ja, aber das erklären sie ja gar nicht. Ich finde es blöd, dass sie das ohne Einleitung machen, einfach so. Dann finde ich es nur unkreativ. Link hat Link besiegt. Link defeated Link. Das ist ein linker Kampf. Du hast ganz schön viel Leben verloren. Ich weiß. Hast du dich extra man kann den Kampf in 5 Sekunden schaffen, wenn man Deko-Nüsse benutzt. Ach, das geht. Mhm. Sehr witzig. Bomben nicht? Nee. Und das Dungeon-Item ist unseres. Und es ist...